Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3 beim letzten Mal. Ui, haben wir uns hier durch den Sumpf gemacht. Ach, jetzt geht der Spaß wieder los, ne? Und sind mir viel zu oft gestorben, wie ich ganz ehrlich sagen muss. Ist das dein Scheiß Ernst, Junge? Und ich versuch's heute mal ein bisschen weniger oft zu sterben. Sag mal, kannst du mal jetzt stehen bleiben, bitte? Jetzt. Ich habe bloß einfach keinen Bock, gegen zwei von eurer Sorte zu kämpfen, ganz ehrlich. Nein, Visier nicht! Alter, wie das wieder passiert! Mann! Und den will er erst gar nicht anvisieren, hatte ich das Gefühl. So, Repost. Ah, ich habe keine Ausdauer dafür. Das ist ja auch cool. Faules Kiefernharz, mehr davon, geil. Ich muss bloß aufpassen, dass ich bei dem Typen da unten nicht wieder sterbe. Wow, so schnell hatte ich jetzt nicht mit einem Angriff gerechnet, Kumpel. Und tschüss. Manchmal lohnt es, glaube ich, auch einfach seitlich zu laufen. Ich glaube, das ist auch besser, als ich das mir immer vorstelle. Am wenigsten haben wir ja beim letzten Mal haben wir es zumindest geschafft, alle drei Flammen zu entfachen. Das ist ja auch was, worauf wir stolz sein können. Ich will eigentlich gerade nur noch die letzten Items einsammeln, die ich ja beim letzten Mal gesehen habe. Und danach und eventuell noch meine Seelen zurückholen. Waren immerhin 13.000, ist immerhin ein Level-Up inzwischen, ne? Komm schon ins Feuer mit dir. Na, dann halt nicht. Das ging erstaunlich gut. Dafür, dass ich so viele Probleme mit denen hatte letztens... Ging das doch erstaunlich gut. So, jetzt muss ich mich bloß wieder gegen alle Mod von denen hier anlegen. Ja, wobei die ja an sich gehen. Das letzte Mal war bloß das Problem. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Und ich werde wieder genau vergiftet. Ich sehe das schon. Nein, ich schaff's. Das ist gut. Dann kann ich erstmal meine Seelen nehmen und jetzt kommen sie. Jetzt geht's ab. So, und wenn der diesmal runterfällt, ist mir's egal. Ach, komm schon. Dann ist mir es egal, ich warte, bis er wieder hochkommt. Ich mache nicht den gleichen Fehler nochmal. Ich meine, ich lerne ja zumindest aus meinen Fehlern. Die Frage ist, ob er es jemals wieder schafft, hier hochzukommen. Na komm. Du kannst mich da unten nicht treffen. Du musst schon hochkommen, Freundchen. Wahrscheinlich kann er mich sogar von da unten treffen, so wie ich Dark Souls kenne. Put, put, put. Ach, guck mal, jetzt kommen sie. Na, geht doch. Ach, ist das euer Scheiß Ernst, Leute? Seid ihr zu doof, hier hochzukommen? Komm. Ja, genau, genau. Du hast es fast, du hast es fast. Braves Hundi. Dafür gibt's den Tod. So, jetzt bist du endlich erlöst. So. Du, mein Freund, schaffst es auch noch heute, oder? Da kann er mich bestimmt treffen, da wette ich drauf. Ach komm schon, du hattest es doch fast, Junge. Ist doch nicht so schwer. Hihi. Komm schon, du hast es fast. Natürlich. Sag mal, wie blöd kann man eigentlich sein? Nein, seriously. Wie dumm. So, scheißegal, ob ich jetzt was abkriege. Die Viecher sind mir einfach zu dumm. So, voll in den Arsch. So, hast du mitgekriegt, oder? Ja. Brava. Komm, du schaffst es. Du schaffst es beim ersten Mal. Natürlich nicht. So. Na, ob der das hier rüber schafft, ich wage das ja zu bezweifeln. Auf jeden Fall machen die Pfeile auf höhere Entfernung auch weniger Schaden. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ergibt ja auch einen gewissen Sinn. Allerdings dürfte es bei der Armbrust dann, oder dürfte auf jeden Fall das nicht ganz so schlimm sein, finde ich, wenn die es auch bei der Armbrust haben. Komm schon. Es ist doch nicht so schwer. Wo bist du denn jetzt?
Sind diese Viecher blöd? Jetzt ist vollkommen ruhig. Wollte schon sagen. Ach komm schon, jetzt nicht nochmal vergiften hier. Ich habe keinen Bock drauf, danke. So, da drüben ist ein Item. Müsst ihr was, das hole ich mir jetzt. Wenn der hier keinen Bock hat. Wo ist der denn? Da sitzt auf jeden Fall noch einer. Aber ob der das ist? Null Schimmer. Ich glaube, der hat einen Pfeil drin stecken. Doch, das ist der. Der ist nur einfach zu dumm. Also, der ist noch richtig dumm. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich renn da jetzt rüber. Kein Bock jetzt zu warten. Komm schon, das schaffen wir. Jawohl, genau so. Genau so muss es laufen. Ah, lila Moosklumpen, schön. Gut, hat sich das ja voll gelohnt. Für 4 lila Moosklumpen. Ah, und jetzt sind wir wieder hier. Okay, gut, wisst ihr, was ich dann jetzt erstmal mache? Jetzt sind wir wieder da, wo wir das erste Feuer entfacht haben. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal einen Heimatknochen. Ich habe eh genug davon. Und gehe direkt mal zum Feuerbandschrein. Dann kann ich da nämlich erstens skillen. Und zweitens meine Waffe verstärken. Weil ich müsste genug Titanitscherben inzwischen wieder haben. Ich kann ja auch mal, jetzt habe ich ganz vergessen, das Großschwert anzugucken, ne? Das wäre natürlich auch eine geile Waffe, ne? Aber es war ja so super OP, ne? Alter, wiegt das viel. Ein Ultra-Großschwert mit dicker Klinge, das zu den schwersten seiner Art zählt. Es ist kaum tragbar, birgt aber hohe Zerstörungskraft. An den Gerüchten, wonach es die Grenzen menschlicher Kraft prüfe, könne tatsächlich etwas dran sein. Fertigkeit stampfen. Ja, ja, ich will es nur mal kurz benutzen. Ja. Ah, das hatte dieses dumme Moveset, ne? Das hatte dieses äußerst doofe Moveset. Na, ich bleib beim Astora-Großschwert. Sieht eigentlich ganz geil aus, finde ich. Ist so ein typisches Großschwert. So, dann verstärke ich aber als erstes das und skille danach. So, Freundchen. Ich würde gerne Waffe verstärken. Das Astora-Großschwert. 6 kleine Titanitscherben habe ich. Oh, jetzt brauche ich schon die großen. Komm, dann hau rauf. Plus 4, jetzt brauche ich weitere. Ich habe schon große Titanitscherben. Wo habe ich denn die her? Okay, ich habe auf jeden Fall schon große Titanitscherben gehabt. So, das ist jetzt schon mal ein bisschen stärker. Kann ich jetzt noch skillen? Mhm. Ja, ich kann sogar einmal. Ich gehe mal Vitalität. Mir geht das langsam ein bisschen auf den Sack, dass ich so schnell sterbe. Ich könnte natürlich auch eine Glut benutzen, aber okay. So, dann machen wir uns jetzt mal wieder auf. Ist das Pfad der Opferung? Ach, das gehört noch zum Pfad der Opferung. Ruinen der Feste. Dann will ich bloß noch ganz kurz in die eine Richtung. Da waren nämlich, glaube ich, auch noch ein paar Items. Das würde ich ganz gerne noch machen, bevor wir dann, ja, dahin gehen, wo eigentlich alle hinwollen, sag ich mal. Ah, das Schwert müsste jetzt einen ordentlichen Bums drauf haben, glaube ich. So, und zwar dahin. Da liegen nämlich noch ein paar Items. Oh, da will ich unbedingt gleich rein. Aber ein bisschen gedulden müssen wir uns noch. So, hier waren nur Schnecken, ne? Genau. So, wo seid ihr denn, ihr blöden Hunde? Die müssten jetzt sogar One-Hits sein, glaube ich. Ach, komm schon. Kann man sich eigentlich theoretisch größere Köcher machen, dass man dass ich prinzipiell mehr als 99 Pfeile mit mir rumschleppen kann. Das wäre auch noch was, was man machen könnte, oder? Kleine Titanitscherbe, na gut. Jetzt kann ich ja theoretisch auch anfangen, anderes noch hochzuskillen. Von den Waffen her, meine ich. Na, schaffe ich's? Ja, aber gerade so. So, da hinten war aber auch noch irgendein Item. Komme ich bis zu dem? Ich glaube, ist Geschicklichkeit das, wodurch man die Reichweite des Bogens bestimmt? Ah, so weit komme ich nicht mal ansatzweise. Ja gut, scheiß drauf, ich renne da jetzt rein. Ich habe jetzt keine Lust zu warten. Ich könnte natürlich auch Moos nehmen, aber ach scheiße, stimmt, hier war ja so eine dumme Krabbe, ne? Ja, warte, dann nehme ich ein Moos. Okay, die geht wieder. Ach, diese blöde Krabbe, an die habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Auf die habe ich an sich überhaupt keinen Bock. Ist hier eine Möglichkeit, die gut zu bekämpfen?
Da hinten ist noch so ein Hund um die Ecke. Gut, den nehme ich erstmal kurz. Nice, dass die jetzt One-Hits sind. Oh, und da hinten ist direkt bei so drei von diesen Baumtypen noch was. Oder ich habe zumindest zwei. Ich denke mal, da ist noch ein dritter Baumtyp. Hier ist ein Pilz. Kann ich mit dem Pilz reden? Ich mach mal den. Ich habe ja jetzt genug davon. Was? Lass mal schön drunter durch. Na komm. Das Ding ist, ich wollte jetzt aufpassen, nicht, dass der Pilz lebt, aber ich glaube, die haben den getötet. Ja, die haben die Pilze getötet. Die Wichser! Die haben die Pilze getötet. Schriftrolle des Weisen. Ach stimmt, ich muss dem Zauberer noch die andere Schriftrolle geben, ne? Die haben die Pilze getötet, die Wichser. Ist das dann der ehemalige Wald, wo die Pilze waren? Also ich meine, wir haben ja hier schon die Schriftrolle von Ulassil gefunden, ne? Und in Ulassil waren diese Viecher ja zu Hause. Und in dem Wald, den man dann später in Dark Souls 1 betreten hat, ja auch. Heißt das, das hier ist der Wald? Ich kann mich bloß nicht erinnern, dass das Pharon hieß. Schriftrolle mit Zaubern des Kristallweisen. Gib sie einem Zauberer, um die Zauber der Weisen zu lernen. Wie jeder Zauberer weiß, ist die Zauberei ein Talent. Und diese Zaubereien werden verfeinert. Aber ich habe doch gar keinen Zauberer, oder, bisher? Ich habe einen Pyromanten. Das Ding ist, da drüben sind diese Baummonster. Drei Stück, ich hab's gewusst. Tja, was mache ich jetzt? Will ich jetzt hier echt noch kämpfen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt momentan, ehrlich gesagt, also vielleicht liegt's auch nur an meiner heutigen Form, aber ich fühle mich momentan eigentlich echt nicht in der Lage, die zu besiegen. Deswegen, ich verschieb das mal. Ich habe nur eine Estusscherbe und einen Knochensplitter? Was bin ich denn für ein Vollidiot? Sorry, nochmal zurück. Ich habe eine Estus, stimmt, den Knochensplitter, an den erinnere ich mich. Das war letzte Folge, aber an die Estus-Scherbe schon gar nicht mehr. Die muss dann vorletzte Folge gewesen sein. Na gut, hier, Junge. Mehr Estus. So, 9 Stück. Und jetzt hauen wir die noch auf plus 3. So, und dann will ich jetzt in das Teil reingucken, ganz ehrlich. So, hier einmal verbrennen. Und dann reisen wir zurück zu den Ruinen der Feste. So, und ich will jetzt in die Tür gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich erst den Sumpf abschließen, bevor ich da reingehe, aber... Also, soweit es geht, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich gerade einfach nicht sonderlich... Also, ich weiß nicht. Bei dem, was ich gerade letzte Folge auch geleistet habe, fühle ich mich momentan einfach nicht fähig dazu. Und dann sage ich, komme ich später nochmal zurück. Ich meine, an sich sind die Baumtypen jetzt auch nicht so schwer, habe ich ja gemerkt. Und inzwischen sind die sicherer zu hit mit meinem Schwert. Aber naja, gehen wir jetzt endlich hier rein. Da wollen wir doch sowieso schon lange rein. So, die Frage ist, kommen jetzt hier noch Gegner? Jo. Da oben sitzt wieder so ein Magier und der hier drüben wird doch auch gleich lebendig, oder? Ich gehe jetzt zu dem Magier hoch. Der kriegt als erstes meine Macht ab. Nicht runterfallen. Scheiße. Das war jetzt... Ja, jetzt kommen die anderen nämlich. Super verkackt, Junge. Super verkackt. Genau so soll man es nicht machen. Na ja, gut, dann kommt mal her. Oh, 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 oh. So. Jetzt sieht man auch, warum man es nicht so machen soll. Aber naja, gut. Ach, guck mal, der lebt auch noch. Natürlich. Hab ich doch gewusst. Ich hatte mich schon gewundert, warum der noch nicht gekommen ist, aber wahrscheinlich war der noch nicht nah genug dafür.
Die sind halt schon ein Stück stärker, oder? Als früher. Sonst wäre es ein bisschen langweilig. Kann ich bitte, bitte den anderen anvisieren? Dann halt ohne Anvisierung. Ich will nicht in sein scheiß Gift rennen. So. So viel zu dem. Und jetzt der, der da sitzt. Bevor der sich überhaupt verwandelt. War der tot. Okay. Sag mal, mir fällt gerade was ein. War beim letzten Mal nicht noch irgendwo eine Leiter? Bin ich da hochgegangen? Ich kann mich gerade gar nicht mehr sinnvoll dran erinnern. Oh, da vorne wird gekämpft. Soll ich mich einmischen? Ich weiß ja nicht mal, wer da kämpft. Irgend so ein... Okay. Ist der für mich oder gegen... Ach nein, das sind solche. Das sind solche, die die Menschlichkeit sich holen wollen. Die kenne ich noch aus New Londo. Ah, die wollen sich doch bestimmt auch meine Menschlichkeit holen, oder? Hm. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Ich muss echt mal nachher gucken, wenn ich das schneide, ob ich diese Leiter genommen habe. Weil wenn nicht, ist das schon ein bisschen traurig. Ich habe nämlich gerade so irgendwie das Gefühl, ich habe es vergessen. Weil ich nicht mehr weiß, was da oben gewesen sein soll. Aber gut, jetzt konzentrieren wir uns lieber hier rauf. Da ist zum Beispiel ein Bonfire. Das ist doch schon mal was, was ich gerne mitnehme. Ist das schon entzündet? Nee. Schön, ein weiteres Bonfire. Dann gucken wir mal in die Richtung. Ich glaube nämlich, ich weiß, wo ich gleich rauskommen werde. Warum visiert er den ab, wenn der Typ aufsteht? Das ist irgendwie uncool. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo ich rauskomme. Genau, da ist es. Ha, hallo. Oh, das hat ja nicht so viel Schaden gemacht. Ach, hier kann ich so schlecht der Rollattacke ausweichen. Genau, nee, nicht der. Genau der. Obwohl es geht. Zurückziehen. Zack. Oh, hallo. Hallo, ganz ruhig. Das heilt jetzt übelst viel schon, muss man sagen. Schön, Treffer. Ja, okay, das kannst du gerne machen. Ah, jetzt sehe ich dich nicht mehr so gut. So, zwei sogar diesmal. Zwei Titanitschuppen, nicht schlecht. So, und hier müsste dann der Shortcut sein. Dahin... Oh, große Zauberwaffe. Genau, dahin, wo der schwarze Ritter wieder steht. Oh, den kann man öfter besiegen. Ich dachte, das wäre ein einmaliger Gegner, aber scheinbar nicht. Na gut, okay. Aber an sich bringt der Shortcut jetzt irgendwie wenig, finde ich, weil da hinten ein Bonfire ist. Also ist das irgendwie ein sinnloser Shortcut, finde ich. Irgendwie schon, oder? Wenn hier ein Bonfire ist, da den Shortcut zu machen? Hm, na, ich weiß nicht. Halte ich irgendwie für ein bisschen übertrieben, aber von mir aus. Soll's halt so sein. Gut, dann muss ich mich jetzt wohl oder übel mit den Typen auseinandersetzen, die mir meine Menschlichkeit klauen wollen. Oh, guck mal, da ist noch einer. Darf ich den noch bitte anvisieren? Was hat denn das Spiel heute mit seinem Scheiß anvisieren? Das ist ja zum Kotzen. Warum heilst du dich? Ich habe dir noch gar keinen Schaden zugefügt. So. Meine Güte. Ja, ja, die Typen waren im Abgrund, ich erinnere mich. Aber mit denen hatte ich immer Probleme, muss ich sagen. Ich glaube, die haben diesmal keine Schilde mehr. Aber doch, die haben ja die dumme Hand, stimmt. Mit der sie blocken können. Oh, ich habe keine Ausdauer, scheiße. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. So, geborstener roter Augapfel. Hier war doch auch noch ein zweiter. Eine Glut. Ah, da ist der zweite. So, dann komm du auch mal her, Kumpel.
So, und wieder weg. Da vorne stehen ja noch mehr Gegner, ey. Oh, den habe ich doch gut hingekriegt. Wobei ich sagen muss, oh, ein Finsterschwert. Diese Gegner, oder mit solchen Gegnern komme ich ja eigentlich immer relativ gut klar. Die halt so ein bisschen chargen, die sind an sich nicht schwer. Pechschwarzes, gerades Schwert eines Geistes der Finsternis, einem Überlebenden des Landes, das von der Finsternis verschlungen wurde. Ulasil also tatsächlich, oder wie? Die Geister waren die ersten roter Augapfel-Eindringlinge und mit ihren breiten, dicken Klingen Begründer dieser Schwertkampftechnik. Fertigkeit Stampfen. Na gut, okay. Dann ist das hier wirklich Ulasil? Ich meine, es würde Sinn ergeben. Ich meine, ich hab's ja schon irgendwie vom... Oder ich vermute es ja immer noch, sag ich mal. Wolfsblut, Covenant, ne Sif und so weiter. Hat bestimmt was mit Sif zu tun. Der hatte sein Grab ja auch... beziehungsweise, was heißt sein Grab? Der hat ja auch das Grab seines Meisters bewacht, Artorias. Und das heißt, er hat sein Grab hier auch irgendwo. Dann würde das alles ein bisschen mehr Sinn ergeben. Es sieht bloß nicht ganz so aus, finde ich. Irgendwie erkenne ich es nicht wieder. Schwarze Käferkügelchen. Also das muss ich halt noch sagen. Ich erkenne irgendwie das Gebiet nicht so wieder. Es ist halt sehr sumpfig und ich hatte das Gefühl, früher war es größer. Aber gut, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ne? So, ich guck mal kurz die schwarzen Käferkügelchen gegen Dunkelschadenminderung. Medizinische Kügelchen, die aus zerstoßenen, ich glaube, das hatten wir schon. Die Wächter des Abgrunds der Untoten Legion haben immer einen großen Vorrat dieser Medizin, die von den Guru-Nachfahren der Akolyten hergestellt wird. Es heißt, ihre Nachfahren stellten sie auch noch heute her. So, jetzt sind die beiden da vorne noch, die von den Dunkelrittern nicht angegriffen wurden, aus welchem Grund auch immer. Kann man eigentlich schleichen? Also gewissermaßen kann man. Also so ein bisschen schleichen kann man scheinbar. Ach du Kacke. Das klingt da drin schon so einladend. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Na klasse. Ich glaube, der mag keine Besucher. Wächter des Abgrunds. Alter, kriegt der Schaden. Alter, was kriegt denn der für einen Schaden reingedrückt? Oh, verdammt, da kommt noch einer. Ich krieg sie aber gerade gut auseinandergezogen. Das ist eigentlich gut. Oh, der gehört nicht zum Boss. Wie es aussieht. Ah, der macht die selbst fertig? Okay. Das verwundert mich jetzt schon ein bisschen. Das hat ordentlich gedrückt. Und wieder weg. Geil. Das lief gut. Aber an sich scheint der nicht so schwer zu sein mit dem Schaden, den ich rausdrücke, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wäre sogar First Try machbar gewesen, wenn ich da weggekommen wäre. Ich hatte keine Ausdauer mehr.
Na gut, probieren wir es nochmal. Sollte ja machbar sein. Also der, ich muss sagen, den hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, der wäre machbar. Also wenn ich mich auf den richtigen konzentriere, ach guck mal, da kommen die jetzt erst an. Dann lasse ich die erstmal ihr Tagwerk da verrichten und kümmere mich um die hier rechts, die Gegner. Ich kann einfach rechts, Moment, ich kann einfach rechts lang gehen, ohne dass mich einer bemerkt. Wenn die gleich anfangen zu kämpfen, oder? Also ich muss sagen, bei dem Gegner, vielleicht ist bei dem Gegner ganz gut, wenn ich eine Glut reinhaue, hä? Das wäre vielleicht gar nicht so unclever, kann ich mir vorstellen. Weil dann kann ich ein bisschen was tanken im Notfall. Natürlich. Das wäre vielleicht gar nicht... Ich mach's mal. Ich mach's einfach. Ich glaube, ich habe ja eine ganze Menge von den Dingern inzwischen. Außerdem brauche ich dann jetzt kein Estus schlucken. So, fangen die jetzt an zu kämpfen da drüben? Ich wollte die Seelen noch haben. Ah, na gut, dann halt nicht. Dann lasse ich euch mal... Ja, jetzt fangen sie an zu kämpfen. Ihr macht das schon. Und ich kümmere mich um den hier. Da ist er schon. Erstmal will ich die Seelen haben. So. Ah, der scheint ausnahmsweise mal keine zweite Phase zu haben, oder? Mist, da muss ich ausweichen. Wow. Mann, ich krieg dem Typen nichts abgezogen. So. Jetzt wir beide wieder. Ah, da kommt schon wieder ein neuer. Okay. Nein, 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 nein. Alter, was ist denn das für ein Damage? Eieiei, ganz ruhig. Mist, nicht getroffen. Ah, ich vergesse, dass die noch einen haben. Ganz ruhig, Kumpel. Oh, da ist schon ein Dritter. Jetzt wird's gefährlich. Zum Glück kämpfen die halbwegs gegeneinander auch. Das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Ah, ich hab's mir fast gedacht. Das war zu einfach. Eieiei. So, aber jetzt 1 gegen 1, oder mein Freund? Hallo? Ja, schöne Sicht, danke. 1 gegen 1 jetzt aber, Kumpel. Du im Glutmodus, ich im Glutmodus. Ich habe aber nur noch 6S, das merke ich gerade. Wow, wow, wow. Alter! Ich muss seitlich ausweichen. Seitlich ausweichen ist der Trick. Was zum Geier? Ah.
So viel zu seitlich ausweichen, ne? Jawohl, zwei Treffer. Alter, dieses Feuerschwert ist so geil, das will ich haben. Aber nicht in mir drin, verdammt! Boah, wie man diesem Feuer kaum ausweichen kann, ne? Okay, ich würde sagen, das ist ein Fall für die Schnittkiste. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich den mehr, nochmal probiere. Alter, warte, vielleicht ist es da auch sinnvoll, was aufs Schwert zu packen, ich weiß es nicht. Vielleicht die Feuerkügelchen reinzupacken, um weniger Feuerschaden zu kriegen, ich weiß es nicht. Ich werde gucken, was ich mache, aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.